Thank you.
Moment, ich sag noch mal kurz was. Jetzt komme ich gerade gut die Grillen, pass mal auf. Ja, okay, also ich möchte noch was sagen. Und zwar, ich habe gerade so ein bisschen fantasiert, dass ich zum Saar sage, beziehungsweise zu der einen Schwester gerade, dass es halt ein bisschen schwierig ist, manchmal hier nur einen Gesamtüberblick zu behalten. Also das sage ich jetzt mal so, gerade dahin geflapst. Ich wollte bloß sagen, in der 11. Klasse Fachoberschule haben wir mal eine Geschichte gelesen. Ich weiß leider Gottes nicht mehr, wie der Autor geheißen hat. Das war auf jeden Fall eine Zugfahrt. Da wurde der Zug immer schneller in einem Tunnel. Und das Tunnel ging ziemlich steil runter. Und dann stürzte ein Fahrgast vor zum Lokomotivführer und sagte, wohin geht die Reise? Dann stammelt der Zugführer nur zurück nach nirgendwo. Ja, also ich wollte dazu sagen, also aktuell hier in Diedorf, Haus Vinzenz, Rim of Rural Nature, ich hätte nicht gedacht, dass die das nirgendwo wirklich gibt. Das hätte ich nicht gedacht, dass das nirgendwo wirklich gibt. Also das nochmal rekapitulieren, sagen zu dem, was ich heute schon alles erzählt habe. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es das nirgendwo in der Art und Weise wirklich gibt. Also jetzt im Streulicht betrachtet zu Leben in der Gemeinschaft determiniert in dem Bereich ich nicht wissen, was ich wolle. Oder ich weiß nicht, was ich wolle. Ja, okay, also jetzt habe ich wieder gut geschwätzt. Jetzt pass auf, vielleicht hören wir noch ein paar Zirpen. Ja, es hat einmal eine ziemlich hässliche Sendung gegeben, eine Sendereihe von so einem mehr oder minder schon gestorbenen oder Todeskandidaten in Amerika, der da immer so kleine Reisen gemacht hat innerhalb eines Bezirks oder so und da immer das Erlebnis gehabt hat, dass er in der Welt abtauchen tut oder in der Welt kommt, die mehr so, ja, odd, skurril. Also ich habe das schon mal so determiniert, dem sei Welt, in die er da immer gekommen ist, das war eigentlich immer eine Friedhofswelt. Eine Welt des Friedhofs, also futurologisch gesehen für ihn. Ich will sagen, zur Zeit, da ich gesagt habe, ich will in ein paar Quantensprünge höher leben als die Ringwelt hier in der Heimat in Schwaben, in Diedorf, Haus Vinzenz, Rim of Rural Nature,
Also da würde ich sagen, das ist keine so hässliche Location wie bei dem einen Film da, das ist eine Friedhofs-Location war, eine futurologische, sondern meine Location hier und meine Erfahrung auf einer Ebene höher als die Ringwelt mit den beiden Füßen in Schwaben gegroundet. Die ist einfach klasse, die ist liebevoll, die ist nicht drogenbesetzt, die ist nicht friedhofsbesetzt, die ist nicht sterbensbesetzt, sondern höchst lebendig. Wollte ich mal sagen. Okay, also jetzt höre ich wieder auf. Aber wie gesagt, diese Welt ist zwar lebendig und liebevoll und ja, man kann schon fast sagen zärtlich und gigantisch, aber wie gesagt, die Welt
Gibt's eigentlich gar nicht. Und sie gibt's doch, und sie gibt's doch. Aber wohlgemerkt, es ist keine Drogenwelt oder sonst irgendwas gekorste Welt, sondern das ist real existent. Ein bisschen, wenn man im Leben aufpasst, bei der Ernährung und beim bei der Sozialhygiene gestalten und beim Alltagsgestalten und bei der Grundeinstellung im Jahr und übers Jahr von seinem persönlichen Leben, dann kann man, wie gesagt, diese Ebene betreten und darin leben. Fantastisch, fantastisch. Ja, ich weiß nicht, was für Grashüpfe das sind, vielleicht braune Grashüpfe oder so, keine Ahnung. Ja, es ist auf jeden Fall gerade Bombenstimmung hier. Schwül, trocken, warm, Sommerabend, Sommernacht, Abend. Ganz klasse. Kurz vorm Regen, den die sagen. Und hohe Temperaturen.
Ganz klasse Abend, ganz klasse Abend. Solche Abende haben mich schon als Kinder fasziniert.